Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Diese Anmoderation kennt ihr ja mittlerweile schon aus dem FF, wenn ihr das Let's Play verfolgt. Ansonsten hallihallo, herzlich willkommen auf dem Kanal von Absturz Zockt. Na? Letzte Folge sind wir zurückgeflogen nach Datumir, haben hier gegen Zombie-Schwestern gekämpft. Ich denke, diesen Kampf müssen wir heute auch fortführen. Und ja, wir haben den Sprung geschafft über die Klippe. Und jetzt gilt es hier, das Artefakt zu finden, was Cordova hier vermutet oder zurückgelassen hat, je nachdem. Und das Ganze ist ziemlich gefährlich. Da drüben sitzen schon wieder die Gegner rum und ich muss mal schauen, ich muss hier mal kurz eruieren. Wir haben hinter uns haben wir einen Fahrstuhl, aber vor uns ein unerkundetes Gebiet. Und ihr kennt mich ja, ich möchte gerne alles erkunden. Bevor wir irgendwas liegen lassen, neues Ziel zur Holokarte hinzugefügt. Das kann man mir doch auch mal ja sagen. Was? Dahin. Okay, also müssten wir ja doch irgendwie mit dem Fahrstuhl nach oben. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Weil hier unten sitzen drei, die nicht gerade in meine Richtung schauen. Brüder der Nachtkronen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Datumirianische Glyphen. Brüder der Nacht malen mittels Hydratessäureglyphen. Die Säure verätzt allerdings nicht nur die Oberfläche, sondern hinterlässt selbst auf härtestem Gestein permanente Spuren. Jedes Symbol muss überaus vorsichtig gezeichnet werden, um präzise zu sein und den Zeichner selbst nicht zu verletzen. Meisterkalligraphen sind selten und ob ihre Talente extrem geachtet. Ja. Da ist der Fahrstuhl. Ja, ihr habt mich gesehen, ne, oder? Ich hab's verstanden. Er läuft weg. Ja. Wow. Ich kriege dich. Ich hab dich. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Boah, von hinten. Na super. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Ordentlicher Treffer. Es ist nicht. Alter, habt ihr eine Macke? Er ist ehrenvoll gestorben. Den konnte ich nicht Wo blocken. Bleibt dein Können. Lass es. Bereit zum Sterben? Ja, bin ich. Ich werde dich erledigen, Mistkerl. Oh. Bam, alter Schwede, Leute, das ging ja gut los wieder. Wow. Mal schauen, warum saßen die hier, die Lumpen? Oh, wir haben hier einen Speicherpunkt. Hast du auch was gehört? Möglich. Wie auch immer. Ich bin. Ja. Ja. Noch einer? Ah. Okay, BD1, wir werden hier Stimpaks brauchen. Jetzt erschrecke ich mich schon vor Blumen. Alter, nein! Lasst mich doch mal hier. Alter! Na los, verschwindet! Hier wurde jemand gejagt. Lasst nicht zu, dass er euch ausweicht. Brüder! Komm ran. Jetzt wieder so ein aufgeladener Schuss, oder? Nein. So, was mit dir, mein kleiner Freund? Der lädt auf, okay. Zack. Tja, hier wurde jemand gejagt, aber von was? Brauchst du mir bitte helfen? Ein Stimpack. Denn das war kein Speicherpunkt.
Ich lock die erstmal her. Boah. Raus aus dem Gift. So, wo ist der Schütze? Da, der haut ab, oder? Da guckt er. Na komm, komm, überprüf mal. Das war aber nett, dass er gleich zweimal geschossen hat. Da ganz oben steht noch einer. Na komm. Bist du so mutig oder tust du nur so? Hm? Stehst da hinten blöd rum? Wow. Ist da jemand? Ja, ich. Ich sehe einen Eindringling. Hi. Ich werde dieser Brutalität ein Ende bereiten. Ach, der schießt ja gegen die Fackel. Auch nicht schlecht. So, meine Taktik ist also sinnlos. Okay, was haben wir denn hier? Wenn wir jetzt nach da oben weiterlaufen. Haben wir hier irgendwas? Leuchtet auch nicht blau? Hi! Flora und Fauna, Domestizierung von Spinnen. Die Brüder der Nacht versuchen erst seit kurzem die Flucht, die Fluchrückenspinne, okay, zu domestizieren, also zu zähmen als Haustier, ne? Ohne die magischen Gegengifte der Schwestern der Nacht erweist sich dieses Unterfangen mitunter als tödlich. Wenn allerdings eine Jungspinne gefangen wird und an der Seite eines Bruders der Nacht aufwächst, wird sie dessen lebenslange Gefährtin. Das klingt ein bisschen falsch. Domestizierung bedeutet quasi zähmen. Also die zähmen sich diese Spinnen hier zurecht. Apropos zurechtzähmen, wie komme ich da hoch? Da oben ist ein Wandlauf, aber wir müssen erstmal da hoch. Ja, nice. Okay. Boah, das war knapp. Okay, Speicherpunkt. Was haben wir denn im Fähigkeitenbaum noch für einen Punkt? Gar nichts. Für einen Punkt selbst haben wir gar nichts mehr zur Verfügung. Okay. Präzisionsausweichen wäre noch richtig geil. Personalisiertes Stim. Kell regeneriert zusätzliches Leben in einen Stim-Behälter von BD1 benutzt. Wäre auch geil. Und hier könnte man sogar beim Ausweichen Macht regenerieren. Das klingt beides richtig gut, ne? Also am besten beides. Aber ihr seht ja, die Stim-Behälter, die füllen unser Leben gar nicht mehr bis zum Ende auf. Oh! Hi! Wer hat hier geschossen? Der da unten? Wo kommst du denn her? Du standst ja gerade eben noch nicht dort, oder? Oder bist du gerespawnt, mein Freund? Ist der Nachtblind, dass der so lange zielt und so lange überlegt, auf mich zu schießen? Ey! Ey, was ist denn mit dir? Guck mal, soll ich hierher gehen? Triffst du mich hier besser? Oder hier? Weiter vor kann ich aber nicht. Guck mal, Kell hat schon seinen Fuß im Abgrund. Hallo. Hier, schieß. Naja. Ach, du willst hier schießen, wenn ich hier rüberlaufe, hä? Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Kann ich den stehen lassen? Ah, jetzt hat er sich bewegt. Oh, oh, jetzt wird er gefährlich. Also, wenn ich mich bewege, kommst du hier rüber gerannt, hä? Schießt mir in den Rücken. Kleiner Freund. Ich treffe den aber von hier auch noch nicht mit dem Lichtschwert.
Was macht er? Okay. Der Eindringling ist stärker als wir. Leg die Waffen nieder. Ergeben wir uns. Unterwerfung. Ein neuer Anführer ist gekommen, um die Brüder der Nacht zu befehligen. Ein mächtiger Fremder. Triller? Ist das Triller? Apropos. Müssen wir hier kurz auf die Map schauen. Hier sind wir jetzt. Hier rüberlaufen. Wir müssen da runter und irgendwie die Wand hoch. Aber es geht nicht, ne? Also müssen wir darüber, über die Wurzel darüber. Über die Wurzel also. Über die Wurzel allen Übels. Wir müssen also hier runter zu unserem kleinen Freund. Schön. Hoffentlich schießt der jetzt nicht. Was machst du, hä? Hast du mich gesehen? Du fürchtest unsere Stärke. Ja. Du weißt, dass du nicht gewinnen kannst. Richtig. Mist, ich wollte den eigentlich runterwerfen, aber der ist hier an der Wurzel hängen geblieben. Verdammt, klappt doch nicht alles, was man so vorhat. Ja. Geh zurück, Jedi. Nein. Wenn du sagst, geh zurück, dann komme ich mal einen Schritt auf dich zu. Das nennt man Kompromiss. Ist das ein Dungeon? Wird hier unten gefightet? Gibt's hier wieder keinen Weg zurück? Okay. Ah, auf ins Abenteuer. Ja, da ist er! Alter, hat er mich noch erwischt, ja? BD? Was gefunden? Der Bau des Nydag. Der niedere Nydag ist bei den Brüdern der Nacht gefürchtet. Obwohl einige Legenden besagen, die Schwestern der Nacht würden ihn als Vertrauten halten. Nydags sind Einzelgänger, die nach ihrer Geschlechtsreife nur selten in Rudeln anzutreffen sind. Ihr einziger natürlicher Feind ist die riesige Gorgara. Also wenn der Nydag einen riesigen Feind hat, eine sogenannte Gorgara, treffen wir die auch? Beziehungsweise trifft die uns? Wir schauen mal. Ist das wieder ein Rätsel hier? Ich kann diesen Käfig bewegen, ist klar, ist Fakt. Das sind Opfer, um einen Exempel zu statuieren. Die Grube. Brüder der Nacht wurden in eine Grube geworfen und von Bestien zerfetzt. Zweifellos, um ein Exempel zu statuieren. Apropos. Was mache ich mit diesem Käfig? Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Nein, das war's falsch. Genau, das wollte ich. So. Ich hoffe, das war richtig. Sieht aber gut aus. Da ist doch bestimmt irgendwas dahinter, oder? Da steckt doch jemand dahinter.
Kleine Giftspinne. Kleine Giftspinne. Hexen. Zombies. Idioten mit Bogen. Irgendjemand hier? Hallo? Oh, ich ahne ganz, ganz schlimme Sachen, Leute. Ich ahne böse Dinge. Okay. BD ist auf dem Rücken. Gut, BD ist mit da. Hier gibt's nichts, kein Geheimnis, nichts, was man noch offenbaren könnte. Nein, wir müssen weiter. Und das ist das Dorf. Das Dorf der Hexen. Hier müssen die Nachtbrüder leben. Dadurch? Oder Brüder. Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Ja, das passt. Jemand? Holo-Karte? Man kann also auch hier irgendwie... Nein, da lang geht's nicht. Immer mal schauen, dass ich hier auch ja nichts zurücklasse. Weil, kein Bock nochmal hierher. Ich mag diesen Planeten wirklich nicht. Schade. Okay, wie geht's weiter? Müssen wir hier runter? Sterben wir da, wenn wir da runtergehen? Ja, da sagt's uns auf jeden Fall an. Okay, jetzt. Ach, jetzt funktioniert das. Von da oben kann ich's nicht machen. Gleicher Abstand. Es ist der Fremde. Hi, Freunde. Runtergelassen. Ja, auf geht's. Nein, nicht. Hör doch mal auf mit diesen aufgeladenen Schüssen. Mach die normalen. Och, Junge. Müsst ihr einfach durchrennen oder machen die auch mal einen normalen Schuss? Die machen nur diese aufgeladenen, okay? Also vorerst keine Chance, hier irgendwie durchzukommen. Brüder, bringt das zu Ende. Ja, genau. Weg am Tor? Was? Super. Super, wie komme ich da hoch? Kerl? Uah! Okay, erstmal wieder. Okay. Wie komme ich da hoch? Ein Blick auf die Karte kann es uns vielleicht verraten. Nach links. Habt ihr alle geschossen? Ja? Na! Oh. Warum? Warum, Kerl? Jetzt. Wow. Okay, boah, hier wird's giftig. Bäh. Da, oh, ich hab's geahnt. Geh weg. Da kommt die nächste. Komm, spuck. Ach, noch eine. Nein, geh weg.
So, noch einen Fähigkeitspunkt erhalten. Ich glaube auch nicht, dass das hier die einzigen Spinnen waren. Wie komme ich hoch zu meinem... Ach, hier geht's noch lang, okay. Hier ist noch etwas unerkundet. Das ist jetzt ein Rundlauf, den ich hier laufe? Ja, tatsächlich. Super. Oh. Ah! Jetzt bin ich eins. Zeig her, was hast du hier? Was hast du? Oh, eine Brula-Frucht. Flucht wollte ich schon sagen, weil ich einfach nur noch hier weg will. Die Brula-Frucht war ein wichtiger Bestandteil vieler Tränke der Schwestern der Nacht. In kleinen Dosen diente der Nektar als Gegengift für den Biss einer der vielen Vipern auf Datomir. Der übermäßige Gebrauch löste allerdings Krämpfe, Sehstörungen, Halluzinationen und andere Symptome des Sumpfwahns aus. Die leiden ja also alle unter Sumpfwahn. Heilung nicht in Sicht. Und wir haben hier einen Speicherpunkt. Und wenn ich auf die Uhr sehe, sehe ich auch genau, dass wir am Ende der Folge angekommen sind. Wir schauen ganz schnell in den Fähigkeitenbaum hinein. Und sehen tatsächlich, wir hätten hier einen neuen Angriff. Ne? Diesen da. Wirbelwindwurf. Wirft das Doppelklingenlichtschwert in einem Bereich um Kerl. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn diese Zombie-Mädels uns angreifen. Allerdings würde ich lieber mal zuerst auf die Gesundheit gehen. Oder lieber aufs Präzisionsausweichen, damit wir wieder Macht bekommen. Eine geringe Menge Macht regenerieren. Ich denke mal, wir weichen erstmal aus und dann gehen wir auf Gesundheit. Genau das. Einfach nur Kreis drücken. Da braucht man nicht immer blocken. Das wäre geil. Gut, super Leute, dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.